Es weihnachtet sehr, auch hier bei Wer wird Millionär? 15 Fragen, die sind noch gar nicht mal allzu schwer. Aber schon sieht man sich, hat man keinen Joker mehr. Das kennen wir doch irgendwoher. Nämlich von unserer geliebten Gameshow hier, Wer wird Millionär? Und damit willkommen zu einer weiteren dezemberlich-winterlichen Folge von Wer wird Millionär, unserer ersten Folge im Dezember. Nicht auf den Straßen draußen ist der Schnee unterwegs, sondern auch bei uns hier im Studio. Das ganze Studio wird eingeschneit momentan und das den ganzen Dezember lang. Dazu muss ich auch sagen, wir haben abseits dieses Schneefalls im Studio momentan komplett neue Belichtungen. Hier oben einmal die blauen. Hier unten die weißen, früher waren sie noch blau, jetzt sind sie alle weiß und eben hier oben die sind auch nochmal ein bisschen ausgetauscht worden. Das heißt, wir haben eine komplette neue Studiobesatzung quasi, beziehungsweise ein neues Equipment im Studio. Und was mich angeht, ja, wir hatten am vergangenen Freitag einen schönen 3,5-stündigen Stream auf Twitch, darunter auch 2,5 Stunden WWM, die quasi im Chaos zerlaufen sind. Es war lustig, aber es ging von vornherein alles schief, was so schief gehen könnte, konnte. Der Link zu dem Stream ist in der Videobeschreibung. Jetzt noch ein paar Sachen. Erstes, beziehungsweise als erstes, diese Aufnahme hier, beziehungsweise die nächsten 6 Stück, das heißt diese Woche und nächste Woche, die werden eventuell von den FPS etwas runterfallen, beziehungsweise ruckeln. Warum? Weil meine Maschine, mein Gaming-Rechner, der muss in Reparatur für 2 Wochen von heute ausgehen, bis wahrscheinlich in 2 Wochen Donnerstag, Freitag, keine Ahnung, etwa kommt hin. Und das heißt, wir müssen diese Folgen hier auf meinem alten Rechner produzieren. Vergleich vom Unterschied her, von der Leistung her. Mein Gaming-Rechner hat eine GTX 1060 mit 6 GB RAM, bisschen V-RAM. Und mein alter Rechner hier, auf dem ich gleich aufnehme, der hat lediglich eine Nvidia GeForce GT 730. Das ist ein riesen Unterschied von beiden. Deswegen, ihr seht auch wahrscheinlich schon, die FPS sind etwas am droppen. Wir sind nicht bei 30, sondern nur gerade bei 27 etwa. Und das heißt auch, diese Woche Samstag ist wahrscheinlich kein Stream. Nächsten Samstag, wenn der Rechner da sein sollte, werde ich ihn dann direkt da testen, wahrscheinlich. Aber wir müssen momentan auf den Stream verzichten erstmal. So, wie gesagt, wenn ich den anderen anschauen will, beziehungsweise die alten beiden, schaut in die Videobeschreibung rein, weil das macht einen Heidenspaß auf Twitch, dieses Spiel mit dem Chat zu spielen. Das müsst ihr euch mal ansehen, unbedingt. So, und jetzt alle Fakten raus. Jetzt können wir starten eine neue Folge WWM mit der Auslaufgabe des heutigen Abends, beziehungsweise dieser heutigen Folge. Sie lautet: Otto C. Columbus, Armstrong, Amundsen und Lindbergh, jene Routen, die sie zu Legenden machten. New York bis Paris, Spanien bis Amerika, Norwegen bis zum Südpol, Cape Canaveral bis zum Mond. Meine Idee. Übrigens, wie findet ihr die neue Beleuchtung? Schreibt's mal in die Kommentare. Also, wir fangen an, von vorne nach hinten. Columbus machte einen Ausflug von Spanien bis nach Amerika. Armstrong flog von Cape Canaveral bis zum Mond. Amundsen flog von Norwegen bis zum Südpol. Und Lindbergh eben von New York nach Paris. B, D, C und A. 8 haben es gewusst, am schnellsten war Spieler 3. Na dann, lass die Party beginnen. So, nochmal die Info, wie gesagt, diese Woche hier ist alles ein bisschen hochliger, der Stream ist in der Videobeschreibung und wir spielen wahrscheinlich diese Woche komplett alleine und ich nehme mir für diese 15 Fragen die Risikovariante. So, na dann, lasst die Party beginnen. Los geht's mit der 50-Euro-Frage.
Wo steckt man Patronen hinein? Tageszeitung, Wochenblatt, Illustrierte, Magazin. Ist Magazin D? 100. Welche Sängerin gilt bei uns als Mutter des Punks? Tina Schwerte, Britta Una, Inga Hamm, Nina Hagen. Den Nina Hagen? Und ja, das war eine erfragende Antwort. 200. Wer für Ärger sorgt, der ist der Stein des Elfmeters, Eckballs, Einwurfs, Anstoßes. Stein des Anstoßes, D. 300. Ein mögliches Motto des Umweltaktivisten könnte lauten: Das. Koriander, Petersilie, Oregano, Meerrettich. Das ist dann D. Das Meer rett ich. Das Meer rette ich. D. 500. Wer wurde zum Weltfußballer des Jahres 2004 gekürt? Ronaldinho, Haraldinho, Vigaldinho, Donaldinho. Na dann Ronaldinho, Antwort A. Ach, dieser schöne Übergang jedes Mal bei den neuen Spotlights, das gefällt mir sehr gut. So, 500 geschafft, 1000 Euro, alle Joker noch da. In Deutschland wurden 2012 etwa 100 Milliarden Schweine geschlachtet, Autos geblitzt, Zigaretten verkauft, Kondome benutzt. Also 100 Milliarden, warte, 2012. Jetzt ist natürlich die Frage, wie rechnet man denn die hoch, ne? Kann man da wirklich einen Durchschnitt bilden? Das ist so, naja. So. Für mich am meisten Sinn machen schon mal Antwort A und C irgendwo. Weil wir hatten doch oft das Thema von wegen Essen wegwerfen, was die Deutschen an quasi Essen produzieren oder Nahrung produzieren und dann teilweise auch wieder wegwerfen. Das ist eine Schande gewesen. Deswegen ist A relativ nah. So Zigaretten verkauft, weiß ich nicht, ist nicht mein Bereich. Ich hasse es wie die Pest. Also D schließe ich aus. 100 Milliarden Autos geblitzt. Es ist ein bisschen übertrieben. Nein, das schließe ich auch aus. Da würde ich eher sagen, Schweine geschlachtet. Aber 100 Milliarden davon. Das ist auch übertrieben, irgendwo eine Zahl. 100 Milliarden Schweine. Wir sind eine Bevölkerung von 83 Millionen. Momentan vielleicht schon 80 Millionen damals um den Dreh. Da würde ich eher sagen C. Also 100 Milliarden Schweine, ich habe gerade überlegt, das ist, nee. Dann nimm mal C. Jetzt überlege ich gerade, verdammt, das ist B auch wieder sinnig. Je nachdem, wie viele Idioten so schnell fahren und wie viele sich blitzen gelassen haben. Jetzt habe ich ein Problem, jetzt macht alles hier irgendwie einen guten Sinn. Also Schweine geschlachtet ist dann wiederum bei 100 Milliarden, das ist ein bisschen viel zu hoch. Zigarettenverkauf kann ich mir eher vorstellen. Autos geblitzt, 100 Milliarden, wir haben 8 Millionen Einwohner. Nehmen wir mal vielleicht an 60 Millionen Autos. Ne, dann nehme ich C. Zigaretten verkauft. Das sind niemals 100 Milliarden Schweine, das kann mir keiner erzählen. Richtige Antwort. Ohne Joker hinbekommen. Sehr gut. €2000. Wie hieß ein hohes höfisches Amt im frühen Mittelalter? Hüttenmüller, Budenschneider, Hausmeier, Scheunenschröder. Huch, mein Becher. So. Hausmeier, nee. Wobei, warte mal, wir hatten nochmal da. Meier war doch meistens. Ein höfisches Amt im frühen Mittelalter. Irgendwas sagt mir, dass es B sein könnte, theoretisch.
aber nichts spricht wirklich dafür. Ich nehme einen Joker. Ich fange mit dem Telefon-Joker mal an. Und nehme die Nummer 3. Keiner da? Achtung, da ist jemand. Wie hieß es im frühen Mittelalter? Ich schwanke zwischen A, ein bisschen B und C. Und er würde B ausschließen, dann würde er C nehmen, Hausmeier. Verdammt. Das Doofe dahinter ist, ich kenne ja meine Programmierung und ich weiß, dass aus diesen Aussagen in einem geringeren Prozentsatz nur richtig ist. Aber da ich Joker sparen spielen will, nehme ich jetzt mit seiner Minderheit, bzw. Unsicherheit, nehme ich C. Hausmeier mit und sage das als letztes Wort. Der Hausmeier. Jawohl. Puh. So, 2000 geschafft, ein Joker ist weg, wir haben noch 8 Fragen zur Million übrig und 3 Joker. Hier kommt die nächste Frage für 4000 Euro. Was wird laut wörtlicher Bedeutung mit der Hand bewerkstelligt? Appell, Manöver, Invasion, Parade. Mit der Hand bewerkstelligt, gute Frage. Spontan, also ohne was zu wissen jetzt davon. Würde ich mal sagen, irgendwie vielleicht D-Parade oder vielleicht doch C. Ich muss mir helfen lassen, ein Joker ist ja schon weg. Ich befrag das gesamte Publikum. Das heißt, auch die zuschauen, dürfen es gerne für alle mit Erklärung in die Kommentare schreiben. Was wird laut wörtlicher Bedeutung mit einer Hand bewerkstelligt? A. Der Appell, B. Das Manöver, C. Die Invasion, D. Die Parade. Wenn ihr eine Ahnung habt, dann schreibt doch gerne einen Kommentar mit Begründung. Und der Rest stimmt bitte jetzt unsichtbar in diesem Studio ab. ...70% sagen B. Manöver, 7% sagen jeweils Appell und Invasion und 16% sagen D-Parade. Das sieht doch sehr gut aus. Dann nehme ich Antwort B, das Manöver. Das Manöver vom Publikum in einer starken Mehrheit ist richtig. Wunderbar. Euro Frage, 2 Jokers noch da. In welcher Sportart wurde am 20. Februar 2009 erstmals auch bei den Frauen einen Weltmeistertitel vergeben? Bobfahren, Eishockey, Skispringen, Biathlon. Erstmals einen Weltmeistertitel vergeben. Das ist dann wohl meine Frauenfrage heute, weil ich interessiere mich zu wenig für Sport. Also eins, was ich meistens gucke, ist höchstens mal Fußball. Und wenn dann hier und da gerade Olympia was ansteht, lese ich mal kurz in den Nachrichten mit. Aber das weiß ich nicht wirklich, weiß was nie lange. Ich muss den Zusatzjoker nehmen, weil ich es nicht weiß. Deswegen, Zusatz, bitte helf mir doch mal. So, da haben wir ein paar Leute auf dem linken Block stehen. Ich nehme mal ihn hier vorne, diese Nummer 2 hier. Die Monika. Oh, war eine sie. Hoppla. Sie glaubt, dass es Antwort C ist zu 70%. Im Skispringen. Ich vertraue ihr mal damit. Ich bin mir selbst nicht sicher. Wenn ihr eine Ahnung bei dieser Frage habt,
sind vor allem die Frauen unter euch, klärt mich gerne mal in den Kommentaren auf. Sehe Skispringen. Da geht ein Joker nach dem anderen direkt flöten. Lohnt es sich für uns überhaupt? Jawohl! €8.000. Wir gehen auf 16.000 mit einem verbleibenden Joker. Die Geburtsstunde welches musikalischen Genres schlug Mitte des 19. Jahrhunderts in Paris? Oper, Operette, Ballett, Musical. Mitte des 19. Jahrhunderts in Paris. Das ist eine gute Frage. Kann ich mir's herleiten? Ich nehme 50-50 mal zum Absichern. Okay. Meine Antwort ist rausgeflogen gerade. Das war bei mir eher D in Verdacht. Ballett ist französisch, denke ich mal, aber musikalischen Genre. Ich würde mal sagen, es könnte Ballett sein. Klingt verwirrend, aber ist irgendwie gut möglich doch. Operette? Bisschen so Operette? Nee, oder? Ich vermute, dass es T-Ballett ist. Jetzt ist die Frage, traue ich es mich oder nicht? Operette? Ich fürchte mal, ja, ich muss es machen. Ich nehme... Ach, Mann! Jetzt ist wieder diese Spannung da. Es ist die Nervosität, diese Grenze zu erreichen, die nicht vorhanden ist. Das musikalische Genre. Beoperet. Das werde ich bereuen. Das will ich so bereuen. Ich meine, Ballett ist zwar französisch, aber ich glaube nicht, dass es so spät kam. Das gab es 100 pro früher schon. Ah, nee. Mitte des 19. Jahrhunderts in Paris gab's Operette! Yes! Boah. Erstmal von diesem Schock erholen. Ich war mir gerade nicht mehr so sicher, weil ich habe gedacht, Ballett, das ist französisch, 100 pro. Dann Operette habe ich nicht gekannt, aber ich meine, Ballett im 19. Jahrhundert, das ist viel zu spät, glaube ich, gewesen. Falls einer wissen sollte, wann etwa Ballett in, ich glaube, es ist französisch, glaube ich, wann es zum ersten Mal aufgegriffen wurde, beziehungsweise entstanden ist, schreibt es mal gerne von der Jahreszeit her in die Kommentare. So, 16.000 € haben wir jetzt. Jetzt geht um die 32 und ich hoffe, dass wir die Frage hinbekommen. Wir gucken uns das mal an. Die Frage lautet: Wo begegnet man am ehesten der Bezeichnung Oil on Canvas? Parfümerie, Autowerkstatt, Kunstmuseum, Restaurant. Oil on Canvas, das würde ich fast vermuten, das könnte es heißen in der Parfümerie-Bereich. Und ich glaube, ich nehme das auch. Aber warte mal, Oil? While? Wow? Das könnte... Nee, warte mal. Canvas ist eine Oberfläche, wenn ich das weiß, das ist Unity selbst.
In Unity kannst du ja, wenn du ein Spiel erstellst, musst du erstmal dir ein Canvas erstellen. In dem Fall wäre Canvas eine Fläche oder Ebene, sowas zum Beispiel. So, auf der werden alle Elemente abgebildet. Und das Oil könnte man übersetzen vielleicht für Ölgemälde. Deswegen ist C wiederum sein könnte das Kunstmuseum. Ich gehe mit diesem Gedanken. Canvas als Fenster. Oil. Als vielleicht Öl für Ölgemälde. Öl auf Flächen oder Farben auf Flächen. Ich nehme C Kunstmuseum. Die Herleitung muss stimmen irgendwie. So, jetzt bin ich gespannt, ob meine Idee stimmt. Diese Bezeichnung begegnet man am ehesten wo? Im Kunstmuseum, jawohl! Irgendwie ist dieser Schnee verwaschen bei der Dunkelheit hier sogar. So, 32.000 geschafft, hier schauen noch 64.000 hin. Welches Urlaubsparadies ist kein souveräner Staat? Mauritius, Tahiti, Malediven, Fidschi. Kein souveräner Staat. Mauritius ist, glaube ich, sogar, oder? Tahiti weiß ich gerade nicht. Malediven ist ein souveräner Staat. Mann. Aus irgendeinem Grund habe ich gerade einen Gedanken an Mauritius. Aber die Frage ist, warum habe ich gerade Mauritius im Kopf? Ich meine, ich weiß nicht, ob es ein souveräner Staat ist, aber ich habe es schon mal, glaube ich, irgendwo gehört. Das müssen sie irgendwo einfach so abschreiben. WWM am Mauritius, was war es nochmal? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich steige aus, das war's. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Tendenz, es ist bei A oder D. Ich schließe B aus irgendeinem Grund, was ich nicht kenne, aus. C schließe ich definitiv aus. Ich würde sagen A oder D, aber das war's für mich. Das ist für diese Folge, glaube ich, schon mal ein guter Anfang. Und ich steige aus mit 32.000 Euro. Das war's für mich. Wir lösen auf. A oder D hätte ich gesagt. Was wäre richtig gewesen? Tahiti. Wir haben alles richtig gemacht. Wunderbar. Das sind 32.000 geworden für heute. Und damit kann man zufrieden sein, würde ich sagen. Genauso auch mit dem ersten Ende dieser Folge. Das war die erste Folge, die etwas ruckelig hoffentlich jetzt nicht allzu ruckelig ist. Und ja, es soll nicht ruckelig sein. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, es läuft morgen genauso gut wie heute. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Lasst krachen, schönen Abend und bis dann. Tschüss.